Hallo, hier bin ich wieder, euer Lenz. Und es geht weiter mit Assassin's Creed Black Flag. Wir müssen in Havanna noch einige Aufgaben erfüllen. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es doch, mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Das mit der Steuerung ist natürlich alles ein wenig anders. Was dagegen, wenn ich mich heute anschließe? Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Bonnet! Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still! Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. Oiga! Ich glaube, ich muss das jetzt einfach machen. Wie geht's noch mal runter? E. Na komm, runter. Suena muy bien. Buenos días, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Sí, das tut uns sehr leid. Unser Captain hielt uns auf. Diese Gentüren. Und Kulisse sind fest an Vestris Genitalibus. Das wäre Captain Mendoza? Ja, señor. Er freut sich sehr, uns zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer Hinrichtung. Ich liebe Hinrichtungen. Ja, señor. Sehr amüsant. Wenn die Glocke erklingt, können wir los. Wenn es euch beliebt. Sehr gerne. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen. Zucker und dergleichen. Exzellent.
Danke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht träumen. Ja, Senor. Gehen wir. Hey, die hat mir jetzt echt extra abgedrängt, die blöde Kuh. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Captain warten. Das geht ganz schön, Senor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real. Denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si, si. Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streik von Zucker hat. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Ist dieser Ringsäuer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres Männern.
Bretter, halt. Oh nee, jetzt rennt er weg. Hey, du, Detente! Scheiße. Steuerung ist nicht die beste. Das haben wir gerade noch geschafft. Estás aquí, amigo mío?
Okay. Wie weit dazu? Wo können diese Kisten sein? Wir müssen jetzt dann ins Gefängnis. Darüber.
los. War nicht das, was ich wollte. Hier weiter oder nicht? Kommt da noch einer? Alto, quiero hablar. ¡Hazlo cuanto antes!
Okay, so geht's auch. Das war's jetzt auch schon mit diesem Stream. Ich werde noch zum Bonnet schnell gehen. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein. Ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das war wohl nichts. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.